bin Isuela, bin Tänzerin und Choreografin und Tanzpädagogin und arbeite eigentlich seit 30 Jahren mit Kindern und Jugendlichen, weil die mir wirklich am Herzen liegen. Ich suche mir Gruppen, die nicht so eine gute Heimat haben wie andere Kinder vielleicht und denen ich für eine kurze Zeit eine Heimat gebe. Wenigstens für die Zeit des Projektes. Aber da ich für Nachhaltigkeit bin, können sie dann auch in meinem Tanztheater auftreten. Also das heißt, alle Kinder, die irgendwann mal mit mir gearbeitet haben, haben die Möglichkeit, im Isuela Ferber Tanztheater weiterzuarbeiten. Kinder sind hochsensibel, Kinder sind ehrlich, Kinder brauchen Zuwendung und Kinder müssen einfach geführt werden. Und wenn man ihnen Chancen einräumt, wenn man sie ernst nimmt, dann denke ich, hat man das Thema Kinderseelen erfasst. Das war meine Tendenz. Es ist ein hochsensibles Thema. Und in der heutigen Zeit merkt man, dass Kinder mit Füßen getreten werden. Schaut euch in der Welt um, was da alles passiert. Man nimmt Kinder nicht ernst, man hat Kindersoldaten. Diese ganzen Sachen haben mich bewegt, diese Thematik aufzugreifen. Aber auch Missbrauch. Und da habe ich eine kleine Szene, wenn das Publikum wird einen Kinderchor sehen und im Kinderchor passiert dann Folgendes, dass der Chorleiter sich einen kleinen Jungen aussucht und mit dem rausgeht. Was immer dann das Publikum dazu denkt, jeder hat seine eigenen Gedanken dazu. Okay, ich wollte einfach nicht pädagogisch sein, sondern ich wollte einfach nur zum Nachdenken anregen. Die Käthe-Kollwitz-Schule ist mir ans Herz gewachsen, mit denen arbeite ich ja schon ganz, ganz viele Jahre, weil da eben tolle Schulleiter sind, tolle Lehrer. Und diese Gruppe war für mich schon mal ein ganz wichtiges Moment, die zu nehmen. Dann gehe ich natürlich an verschiedenen Schulen im Umkreis Köln, Leverkusen, sogar teilweise bis Bonn hin und versuche Kindern, die eben in Brennpunkten groß werden, die zu nehmen und mit denen was zu gestalten. Für mich ist es eigentlich wichtig, die Freude an der Bewegung. Ist egal, was sie können, das bringe ich ihnen bei. Und man wird sehen, auf der Bühne jedes Kind, jeder Jugendliche glänzt. Und egal, was er kann. Und da bin ich jetzt wieder bei den Kinderseelen. Denn die Seele des Kindes und des Jugendlichen glänzt. Und wenn sie mit Herz spielen, dann ist schon die halbe Miete.